Also Zdeněk Polívka hat schon 11 Kämpfe auf dem Buckel und Chetrik Kung debütiert hier. Ja, also was die Erfahrung betrifft, ein sehr ungleiches Duell. Zdeněk Polívka startet hier mit 8 Siegen und nur 3 Niederlagen. Also auch eine recht gute Bilanz. Wir werden sehen, ob er hier dem Newcomer standhalten kann. Zdeněk Polívka aus Tschechien, sein Gegner aus Frankreich. So international wie heute war ein Tegra FC noch nie aufgestellt. Ich glaube, wir haben heute Athleten aus insgesamt 15 Ländern hier. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, aber genauso soll es ja sein. Das hier soll ein Format sein, wo sich Kämpfer messen können, duellieren, auch über die Landesgrenze hinaus. Und dafür wollen wir hier den Rahmen bieten. Gekämpft wird nach Gamma-Fregelberg. 2x3 Minuten. Ja, vielleicht erwähnen wir noch gerade ein paar Besonderheiten zum Amateurregelwerk. Also Knie zum Kopf sind nicht erlaubt, Ellbogen zum Kopf sind nicht erlaubt, weder im Stand noch am Boden. Die Boxhandschuhe sind etwas anders, also 6 Onzen im Vergleich zu 4 bei den Profis, die wir heute Abend auch noch sehen. Dann haben die Jungs eine Art Schienbeinschoner an. Jeder, der mal damit gekämpft hat, weiß, es sind bessere Socken. Also die Schützen sind wirklich. Aber wenigstens ist der Schutz vor Cuts etwas gegeben, die ja immer mal passieren können, wenn man hart kickt. Chetrik Kung kämpft aus Frankreich, also er ist Franzose. Die Franzosen haben ja einen schwierigen Stand im Moment mit dem MMA-Sport. Der MMA-Sport ist in Frankreich verboten derzeit. Das macht es natürlich für einen aktiven Athleten schwierig zu kämpfen. Im eigenen Land ist unmöglich, also man muss sich praktisch auf die Reise begeben, wenn man aktiv bleiben will. Es gibt da so ein paar Tricks und Kniffe, die man anwenden kann. Man kann zum Beispiel Sambo kämpfen. Sambo ist nicht verboten. Sambo ist ja sehr artverwandt mit dem MMA. Aber nicht das Gleiche. Das ist der Grund, warum wir immer mehr französische Kämpfer auch gesehen haben. Wir haben allein heute Abend 3 Stück. So, da sind die beiden Kämpfer im Ring. Meine Damen und Herren, der
So, faires Check Hands und los geht's. So, wird Stenek seine Erfahrung hier ausspielen können? Runde 1, Round 1. Oh, was für ein Low-Kick. Da fliegt der Kick zum Bein wie eine Axt in den Baum. Und fällt direkt in Stenek. Aber ist wieder schnell auf den Beinen. Aber jetzt Full Mount für Cedric. Was war? Ringrichter unterbricht das Ganze. Er wurde sich am Ringseil festgehalten. Oh, okay. Oh, das sind mächtige Kicks. Cedric kommt hier sehr explosiv. Sehr harte Kicks, aber auch im Clinch weiß er, was er tut. Stark, da kommt der Low-Kick wieder. Also da haben wir eine Stärke schon mal ausgemacht und da liegt er. Und jetzt hartes Ground and Pound. Hartes Ground and Pound. Das sieht nicht gut aus hier für Stenek Bulicka. Da muss er sich schützen. Sonst ist der Ringrichter gezwungen, den Kampf abzubrechen. Und dann hört er auf. Ja. Jetzt hat er aber die schlechtere Position durch diese faire Geste. Das ist vielleicht die fehlende Ringerfahrung. Oh. Hält sich hier wieder am Ringseil fest, war schon komplett ausgehoben, konnte den Takedown so noch verteidigen, eigentlich nicht rechtens. Und wird hier runtergenommen. Stenek Bulicka jetzt in der Top-Position. Allerdings der Kopf gefangen, mögliche Guillotine gefangen, also wieder draußen. Ah, da kriegt er wieder einiges zurück im Ground and Pound. So ist der Drehung sweept hier. Auch wieder eine hohe Pace. Macht jetzt Druck, steht auf. Lässt ihn aufstehen, weil es scheint besser. Oh, das Bein ist angeschlagen, sieht man schon. Da muss der Drehung weiter. Oh, und Spinning. Ja, Cedric Kung merkt, dass die Low Kicks durchkommen, arbeitet weiterhin mit rechten Low Kicks. Ja, man merkt auch, ich glaube, das rechte Bein, ne, ist angeschlagen vom Stenek. Auf jeden Fall. Stenek Bulicka, da ist die Luft auch schon ein bisschen raus. Clincht jetzt. Legt sich mit seinem Gewicht komplett auf Cedric. Versucht hier etwas Luft gut zu machen. Und jeder, der mal so einen harten Lowkick im Kampf gefangen hat, der weiß, wie das einen stören kann in seiner Fußarbeit, in seiner Leichtigkeit. Oft ist man gezwungen, den Stand zu wechseln sogar. Hey, Cedric Kung jetzt ungünstig gefallen. Ja, Cedric muss wieder aufstehen, jetzt kann direkt aufstehen. Kann aber sweepen. Jetzt wieder in der Guard. Also seine Stärken, Cedric Stärken liegen ganz klar im Stand. Harte Kicks. Aber ich muss sagen, am Boden macht er sich auch nicht schlecht. Kommt schnell wieder hoch, hat eine gute Hüftarbeit. Ja, sieht man auf die französischen Kämpfer, die sind einfach komplett. 10 Sekunden. 10 Sekunden in der ersten Runde. Beide Kämpfer in der Ringmitte. Cedric sieht deutlich frischer aus. Ja, täuscht hier eine Spinning Backfist an. Starke erste Runde, sehr starke erste Runde. Cedric sieht total unbegeistert aus. Nicht wirklich müde geworden in dieser Runde. Da ist noch Feuer. Ja, und Stenek hat gemerkt, dass die Kicks eine Gewalt sind vom Cedric. Und wenn man das mal im Kopf hat, behindert das natürlich einen auch bei seinem Gameplan. Man rechnet immer damit, dass der Low-Kick wiederkommt. Und auch im Hinblick auf das mögliche Finale ist es nicht sinnvoll, sich jetzt die Beine kaputt treten zu lassen. Weil die sind auch in einer Stunde oder wann auch immer die Final stattfinden, noch nicht wieder regeneriert. Cedrics Trainer sehr zufrieden mit seiner Leistung, das kann ich auch im Gesicht ablesen. Ja, das kann er auch sein. Ja, kann er auch. So, zweite Runde. Stenek sieht man im Gesicht auch schon leichte Zeichnungen. Also die Schläge kamen wirklich durch teilweise. Das Crown and Pound war hart. Hält sein rechtes Bein jetzt auch weiter hinten, versucht es zu verstecken. Will hier nicht mehr getroffen werden von diesen Low Kicks. Das wäre jetzt natürlich die Chance für Cedric, da mal ein paar Knie reinzuballern. Um den Schaden noch ein bisschen zu vergrößern. Hört sich ein bisschen martialisch an, ist aber vollkommen legitim. Führt auf jeden Fall zum Ziel.
Er ist Cedric klammert hier am Kopf, fällt jetzt mit ihm zu Boden, hat den Arm auch noch zur Guillotine drin, scheint aber nicht eng genug zu sein. Und da löst sich die Position. Da kann er aufstehen, da kann er aufstehen, da steht er. Steht, ist aber immer noch im Clinch. Und das ist kräftezehrend. So, jetzt sind die Arme hinten verschränkt, da war noch ein Seil dazwischen. Müssen wir wieder. Ja, beide Athleten hier leicht mit Kommunikationsproblemen. So, sind die Arme wieder verschränkt, dann wird es immer gefährlich. Ja, holt ihn hier runter wieder. Cedric aber wieder auf dem Weg nach oben. Jetzt hat er den Rücken vom Cedric. Jetzt kann er hartes Ground and Pound anbringen. Oh, da kam ein Uppercut durch. Ja, der kam schön durch. Da ist keine Gegenwehr mehr. Da muss er abbrechen. Da muss er fast abbrechen. Da muss er abbrechen. Wahnsinn. Wer hätte damit noch gerechnet? Junge, da bleibt Cedric auch liegen. Das hat Schaden gemacht. Ein Schlag, ein Treffer. So schnell kann das hier auch sein. Ja, das sind diese wechselnden Schläge. Einer von oben, dann einer unter den Armen durch. Und das war auch so eine Art Uppercut, der dann da gesessen hat und der den Schaden gemacht hat. Da war er wirklich eine Sekunde unvorsichtig, hatte keine Deckung am Boden. Und die Schläge, die können auch am Boden massiven Schaden anrichten. Da hat der Ringrichter auch großzügig laufen lassen. Hammerkampf. Ja, war wirklich ein sehr guter Kampf. Und Zdeněk Polívka sichert sich seinen 9. Sieg. Da ist Cedric schon wieder auf den Beinen. Ja, den Kampf hat er unnötigerweise abgegeben. Das hätte auch anders ausgehen können. Da sieht man die Enttäuschung in Cedrics Augen. Der kann es selbst gar nicht fassen, was da eigentlich gerade passiert ist. Das hätte so nicht laufen müssen. Aber so ist das nun mal im MMA-Sport. Jede Sekunde zählt. Ja, und wir wollen natürlich Zdeněks Leistung keinesfalls schmälern. Das Crown and Pound war auf den Punkt. Die haben alle gesessen. Und dann auch die Übersicht zu halten. 2, 3 von oben zu schlagen. Ein Land von unten unter den Armen durch als Uppercut. Und der hat es praktisch schon ausgemacht. Ja, man sieht, Cedric ist noch ein bisschen wobbly. Jetzt sogar noch.